Ja, hallo liebe Fotofreunde. Ich denke, jetzt sollte es funktionieren. Mir werden zumindest im Moment hier auch keine ausgelassenen Frames mehr angezeigt. Und ja, wie so oft hat sich auch hier wieder bewahrheitet, die meisten Computerprobleme sitzen vor dem Bildschirm. Und jetzt habe ich einfach mal ein paar andere Einstellungen genommen hier in der OBS-Software. Und ich denke, jetzt sollte es auch funktionieren. Warum das vorher funktioniert hat, wie gesagt, ich hatte so ein paar Testläufe gestartet, wo der Stream dann nicht ins Internet rausging, sondern wo ich, beziehungsweise ins Internet schon, aber die waren dann hier privat gestellt, sodass ich die mir nur selber angucken konnte. Und da hat es immer funktioniert. Keine Ahnung, ob das da andere Einstellungen erfordert. Aber so wie ich das jetzt sehe, sollte alles funktionieren. Ich hole mir den Stream jetzt auch gleich nochmal mit auf den Rechner hier, damit ich eben auch den Chat verfolgen kann. Und sehen kann, wie viele Leute da sind und so weiter. Wie viele Leute da sind, das kann ich im Prinzip zwar im Backend hier bei YouTube auch sehen, aber den Chat kann ich da leider nicht sehen. Und deswegen mache ich das so, dass ich mir eben immer noch ein zusätzliches Fenster einblende, in dem ich dann eben auch den Chat verfolgen kann. Das ist für mich eigentlich immer ganz praktisch so. Ja, ein Zuschauer, das werde ich im Moment wahrscheinlich selber sein. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt wirklich funktioniert mit dem Stream. Bis jetzt sieht es für mich hier jedenfalls ganz gut aus. Und OBS zeigt mir im Moment auch noch keine ausgelassenen Frames an. Das ist sehr schön. Und jetzt warte ich einfach mal, bis eventuell... Jetzt wird hier mir im Backend wieder angezeigt, dass nicht genug der Stream-Status wieder schlecht ist. Komischerweise zeigt mir OBS immer noch keine ausgelassenen Frames an, aber... Der Stream-Zustand wird als schlecht bezeichnet. YouTube empfängt nicht genug Videodaten. Gibt es weitere Analysen, kann ich mir mal anzeigen lassen. Ah nee, das sind nur Stream-Zustand schlecht. Ja. Schwerwiegende Probleme, die behoben werden müssen. Das ist ja nicht so schön, ne? Wir haben im Moment aktuell 3 Zuschauer. Wenn ich das Ganze jetzt hier mal so mir auf meinem Monitor betrachte, ja, ich habe natürlich einen Lag. Vielleicht könnt ihr mir mal ein Feedback geben, ob das bei euch ruckelt oder ob ihr das Ganze vernünftig sehen könnt. Denn wie gesagt, OBS zeigt mir hier an, dass keine ausgelassenen Frames bestehen, also dass alles hochgeladen wird. Bei YouTube scheint aber nicht alles anzukommen. Deswegen wäre mal ein Feedback von euch ganz schön, ob Ton und Bild funktionieren oder... ob das Ganze in irgendeiner Form ruckelt oder nicht so schön ist. Da wäre es nicht schlecht, wenn von euch da mal jemand ein Feedback geben könnte. Das würde mich sehr freuen. Kann ja noch mal ins Backend hier gucken. Steht bei Stream-Zustand immer noch schlecht. Ich kann jetzt mal auch eins machen. Ich drücke jetzt einfach mal, wobei, wie gesagt, OBS sagt immer noch, alles gut. Und es sind immer noch laut OBS keine ausgelassenen Frames. Aber YouTube sagt, dass also die Bitrate, die hier laut OBS rausgeht,
Die kommt also scheinbar aus irgendeinem Grund bei YouTube nicht an. Ich habe eben auch einen Speedtest gemacht. Meine Internetleitung ist auch in Ordnung. Da geht also auch genug durch. Daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Ja, bin im Moment so ein bisschen ratlos. Ja, guten Abend, Matthias. Bild ruckelt, Ton ist gut. Ja. Ich würde sagen, ich lasse den Stream hier bei YouTube einfach mal laufen und mache da jetzt mal eins. Ich unterbreche den Stream bei OBS und starte ihn gleich wieder neu. Das würde für euch bedeuten, dass ihr jetzt dann für eine kurze Zeit kein Bild, kein Ton habt und kurz danach bin ich dann wieder da. Aber wie gesagt, diesen Stream möchte ich jetzt gerne mal laufen lassen und dann schauen, ob das funktioniert. Das würde ich jetzt einfach gerne mal kurz tun. Also bin ich gleich wieder da. Haha. So, YouTube sagt mir jetzt wieder, der Stream-Status ist sehr gut. Damit dürfte das Bild jetzt hoffentlich auch wieder gut besser sein und meine Kamera stellt mich hoffentlich auch scharf dar. Ich hoffe, dass das jetzt besser sein müsste. Wäre schön. Ich gucke mir das Ganze auch noch mal bei OBS an. Und OBS zeigt mir wieder ausgelassene Frames an. Aber die gehen zurück. Das scheint nur ein temporäres Problem gewesen zu sein. Also hoffe ich mal, ja, das sieht jetzt ganz gut aus. Da scheint jetzt eine vernünftige Leitung da zu sein. Alles gut, danke, Matthias. Das ist schön. Hat ja auch lange genug gedauert, hätte ich jetzt was gesagt. Ja. Ich möchte heute ein bisschen über das Thema Weiterbildung mit YouTube und Co. mit euch reden. Und da ich einen Livestream mache, dann macht das natürlich Sinn, wenn ihr euch da auch mit einbringt. Gerade wir werden nachher auch noch mal über ein paar YouTube-Kanäle reden und da lade ich euch natürlich herzlich ein. Auch sag ich mal, gerne mal eure Tipps beizutragen von YouTube-Kanälen, die ihr gerne schaut. Das soll jetzt hier keine Frontalveranstaltung von mir sein. Andi, liebe Grüße nach Zagreb. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Mir geht's hervorragend. Ich habe heute und morgen frei. Kann auch schon mal sagen, morgen wird es so gegen 15 Uhr von mir auch noch mal wieder ein Livestream geben, denn ich war ja im Urlaub an der Mosel, bevor das Ganze mit Corona hier richtig losging, war ich an der Mosel. Und ja, mir ist da ein kleines Malheur passiert. Ich habe da an der Mosel natürlich auch mehrere Videos aufgenommen, unter anderem dann eben auch zu einer Canon-Makrolinse. Nicht für meine Kamera, ich habe ja keine Canon. Aber eine gute Freundin von mir hat eine Canon-Kamera und hat sich bei eBay eine Makrolinse in Anführungszeichen gekauft. Das ist so ein Do-it-yourself-Umbau, der nicht ganz so geglückt ist. Und über dieses Objektiv wollte ich ein Video machen da unten, beziehungsweise habe ich ein Video gemacht. Ich habe aber nicht gemerkt, dass die Batterie von meinem Mikrofon irgendwann leer gewesen ist und dementsprechend war das Ende des Videos komplett ohne Ton. Und da ich kein guter Synchronsprecher bin, kriege ich es also auf gar keinen Fall hin, mich selbst nachträglich zu synchronisieren und das lippensynchron einzusprechen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich mache das morgen einfach so, wie Kolob und Gerst das neulich mit ihrer Destination-Serie gemacht haben. Die haben eine Watchparty gemacht. Und so mache ich das morgen auch. Das heißt, wir schauen uns im Prinzip die Videoaufnahme, solange sie Ton hat,
schauen wir uns gemeinsam an und dann könnt ihr euren Senf dazugeben und ich kann auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und den letzten Rest werde ich dann im Prinzip hier live im Stream dazu sagen. Das ist dann mehr oder weniger das Fazit und meine Empfehlung, was eine bessere Alternative ist. Denn ich kann schon mal sagen, das Objektiv, was meine Freundin sich da gekauft hat, das ist mit Abstand die schlechteste Schärfe, die ich je gesehen habe an einer Kamera. Also da, das wird so eine Art Warnungsvideo werden. Wer auf der Suche nach einem Makro-Objektiv für Canon ist, der sollte um dieses Glas einen ganz großen Bogen machen, meiner Meinung nach. Ja, das wird also morgen so gegen 15 Uhr passieren. So habe ich mir das überlegt. So kann ich dann dieses Video retten. Und ja, gerade ich könnte es natürlich auch nicht hier nochmal neu aufnehmen, weil ich die Kamera nicht vor Ort habe. Ist ja nicht meine, die habe ich natürlich an der Mosel gelassen. Und außerdem mochte ich das Ganze vom Bildlook her sehr gerne da unten an der Mosel. Das sah doch ein bisschen schöner aus als hier bei mir im Wohnzimmer, sag ich mal. Ja. Ich bin auch noch immer am Überlegen, ob ich das Ganze hier räumlich ein bisschen umgestalte, aber ich habe halt nur eine Einzimmerwohnung und ja, da fehlen mir im Moment noch die Ideen, das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten. Aber irgendwas wird da vielleicht auch noch mal kommen. Aber im Moment weiß ich es halt noch nicht. Ja, das freut mich, Andi. Ja, wie gesagt, morgen 15 Uhr ungefähr. Ich schaue hier noch mal ins Backend. Da sagt er mir, Streamzustand ist gut, das ist erfreulich. Und auch OBS sagt, es ist alles in Ordnung. Das ist schön, dann können wir weitermachen. Ja, Weiterbildung mit YouTube-Videos. Also ich werde nachher auch noch auf ein paar andere Möglichkeiten eingehen, aber beispielsweise eine Weiterbildungsmöglichkeit über Workshops oder so, wo man sich mit anderen trifft, die gibt es ja im Moment nicht und dementsprechend liegt es natürlich nahe, sich mit YouTube-Videos weiterzubilden. Das mache ich auch. Also YouTube ist bei mir eigentlich fast komplett zum Fernsehersatz geworden. Ich selber schaue so gut wie gar kein Fernsehen mehr. Das muss man nicht nachmachen. Das muss jeder, sag ich mal, selber für sich entscheiden. Aber ich persönlich habe eigentlich das Interesse am Fernsehen so gut wie komplett verloren. Dafür gucke ich sehr, sehr viel YouTube-Videos. Nicht nur, um mich weiterzubilden, manchmal eben auch zur Unterhaltung. Es gab vor ein paar Wochen ja diese Destination-Serie von Krolopp und Gerst, die ich sehr gerne geschaut habe. Also es ist immer wieder faszinierend, was die Jungs da auf die Beine stellen. Das ist wirklich schon kinoreif, würde ich sagen. Es gab ja auch eine Kinotour, vollkommen zu Recht aus meiner Sicht. Und die habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Schaut diese Destination Namibia Serie von Krolopp und Gerst. Aber natürlich nutze ich YouTube auch ganz normal zur Weiterbildung. Sei es jetzt OBS, wenn ich da irgendwelche Fragen habe, dann tippe ich die einfach bei YouTube ein und das Schöne ist, man wird dann natürlich relativ schnell fündig. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, also wenn es ist wie bei mir jetzt ist, man hat eine Frage zu OBS, das ist ein Programm, das ist natürlich ideal. Man guckt sich das Video an und kann es dann am Computer, wo man gerade eh sitzt, dann direkt nachmachen. Das ist natürlich super, wenn es irgendwelche Fragen zu Software-Dingen sind. Sei es jetzt in meinem Fall OBS oder man sitzt vor Lightroom und überlegt sich, mir ist das zum Beispiel passiert, also ich habe zum Glück relativ gute Objektive und ich brauchte eigentlich schon ewig nicht mehr diese Funktion chromatische Aberration entfernen. Ich hatte das vor Jahren wirklich mal benutzt in Lightroom. Ich weiß gar nicht, welche Version das war und
Ja, jetzt hatte ich eben diese Canon-Kamera mal ausprobiert und hatte da auch mit einem anderen Objektiv ziemliche chromatische Aberrationen drin bei dem einen Bild. Und habe gedacht, das ist ja, in Lightroom war das damals ganz einfach, wollte die entfernen und habe dann festgestellt, dass das mittlerweile ganz anders funktioniert als damals. Aber das ist überhaupt kein Problem. Dann sucht man einfach auf YouTube Lightroom chromatische Aberrationen entfernen. Da wird man vermutlich jede Menge Videos finden. Und dann kann man sich ein Video raussuchen, was einem passt. Das findet man eigentlich relativ schnell raus, wenn man so ein Video guckt, ob einem derjenige, der das Video macht, sympathisch ist, ob der gut rüberkommt, ob der das verständlich erklären kann. Das ist ja manchmal auch so, die Chemie muss stimmen. Und der eine findet den einen YouTuber total toll und ein anderer sagt, was ist das denn für ein Spinner? Ja, das liegt dann im Prinzip an beiden, die passen dann nicht zueinander. Aber dafür gibt es ja YouTuber genug, sage ich mal. Und da dürfte mittlerweile gerade beim Thema Lightroom oder auch Fotografie, da dürfte für jeden was dabei sein, sage ich mal. Und ja, dementsprechend würde ich es dann so machen, dass ich mir zu dem Thema was raussuche oder ich habe es jetzt hier eben bei OBS auch gemacht. Und dann halte ich das Video wirklich, dann schaue ich das und wenn ich den ersten Schritt gesehen habe, dann halte ich das Video an und mache das dann direkt nach. Und bis ich dann und arbeite dann im Prinzip Schritt für Schritt das Video durch und mache es sofort vor Ort nach. So, und wenn, gerade wenn das dann funktioniert hat, wenn es nicht funktioniert, gucke ich mir vielleicht nochmal dasselbe Video an oder auch nochmal ein anderes, so lange bis ich dann an dem Punkt bin, dass ich es umgesetzt kriege und dass es funktioniert. So, und dann lasse ich es damit nicht unbedingt gut sein, sondern insbesondere, wenn das jetzt ein Schritt ist und gerade bei der Bildbearbeitung ist das ein Punkt, den ich auch erst mit der Zeit gelernt habe, dann nehme ich mir ein Stück Papier und schreibe mir das auf. Auch wirklich auf dem Papier, weil es bleibt besser hängen, wenn man es auf dem, mit dem Stift auf ein Stück Papier schreibt, ist es nochmal was ganz anderes, als wenn man es über die Tastatur in den Computer eintippt. Also ich nehme mir wirklich dann einen Block und schreibe das auf, Schritt für Schritt, was ich gemacht habe. Ist auch nochmal gut, weil dann muss ich mich nochmal über, dann muss ich nochmal nachdenken. Das ist ja dann relativ frisch und neu. Dann muss ich also nochmal nachdenken. Warte mal, was war Schritt 1? Was war Schritt 2? Was war Schritt 3? So, wenn es jetzt keine Software war, sondern meinetwegen, es war irgendein Tutorial, ich sag jetzt mal, wie man manuell fokussiert. Das kann ich ja schlecht am Computer ausprobieren. Dann schnappe ich mir anschließend, ich mache auch diese handschriftlichen Notizen, bis dahin bleibt alles gleich, aber dann schnappe ich mir meine Kamera und mache das nach und gucke, ob das wirklich funktioniert. Weil manchmal ist es so, man übersieht irgendwas in dem Video und stellt dann fest, es funktioniert nicht. Wenn das eine Software ist am Rechner, dann stelle ich das natürlich beim Ausprobieren sofort fest, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber wenn das jetzt irgendwas mit der Kamera ist, dann gehe ich raus, dann nehme ich dann den Block mit, wo ich mir das aufgeschrieben habe und teste das aus. Und wenn ich feststelle, das funktioniert nicht, dann schaue ich mir auch entweder das Video nochmal an oder schaue ein anderes Video und dann probiere ich es nochmal. Ich schaue auch, sag ich mal, vielleicht zwei, drei Videos, aber immer zu einem Thema und probiere es dann aus. Und wenn ich das dann kapiert habe, dann kann ich mich mit dem nächsten Thema beschäftigen. Ich sag mal, Vergleich in der Schule, nehmen wir mal Matheunterricht. Da ist es ja auch nicht so, dass ihr in einer Schulstunde über Dreisatz redet, über Geografie und über Prozent rechnen, sondern ihr habt ein Thema in der Schulstunde und dann kommt im Prinzip die Leistungskontrolle durch die Hausaufgaben. So war es bei mir zu meiner Schulzeit so, wo dann der Lehrer kontrollieren konnte, ob ihr das Ganze auch ohne fremde Hilfe hinbekommt. So ähnlich mache ich es eben auch. Ich mache mir zur Sicherheit eben diese handschriftlichen Notizen, gehe dann raus und probiere das Ganze eben vor Ort aus und teste, ob ich das wirklich verstanden habe und hinbekomme.
Wenn ihr euch einen ganz großen Booster verschaffen wollt, um das Ganze wirklich zu verstehen, nicht nur, sondern auch, um es noch besser zu behalten, dann nehmt ihr euch einen Kumpel mit und erklärt ihm, wie es geht. Und das mag komisch klingen, wenn man selber etwas erst lernt und es selber noch nicht kann, es dann anderen zu erklären, das ist natürlich eventuell seltsam. Erst recht, wenn ihr euch vielleicht jemanden aussucht, der fotografisch eventuell schon einen Schritt weiter ist als ihr, dann müsst ihr dem natürlich sagen, pass mal auf, ich will dir nichts vormachen und ich will mich hier jetzt auch nicht zum Helden aufspielen und dir erklären, wie irgendwas geht. Sondern es ist einfach nur so, dass es mir hilft, irgendetwas zu erlernen und auch zu behalten, wenn ich dir das erkläre. Und es ist sogar super, wenn der Typ, den ihr euch da vorknüpft, wenn der schon ein paar Schritte voraus ist, weil der dann natürlich merkt, wenn ihr vielleicht einen Schritt vergessen habt, und dann kann der sagen, Moment mal, was hast du gesagt? Was willst du jetzt machen als nächstes? Überleg doch nochmal, ob du da jetzt nicht eventuell irgendwas vergessen hast. Das heißt, der kann euch dann auch nochmal kontrollieren. Und das ist natürlich super. Und ihr könnt das auch meinetwegen gegenseitig machen, wenn ihr jetzt, sag ich mal, auch meinetwegen beide auf einem Level seid oder irgendein Thema das ist, was für euch beide neu ist, dann wechselt ihr euch ab. Erst erklärt der eine das dem anderen und dann tauscht ihr und euer Kumpel erklärt es euch dann. Und so habt ihr dann beide was davon und ihr könnt euch gegenseitig ein bisschen weiter pushen. Also dann, in dem Moment, wo man etwas anderen erklärt, da kapiert man das selber nochmal deutlich besser, weil man vielleicht auch nicht nur wissen muss, dass etwas funktioniert, sondern man überlegt vielleicht auch, warum funktioniert das und so weiter. Und das ist ein extremer Boost, auch um das Ganze nochmal zu behalten. Und was ich auch empfehlen kann, hallo Kameratoaster, grüß dich. Ja, was ich auch empfehlen kann, das habe ich auch erst gelernt, gerade in Sachen Bildbearbeitung. Ich habe vor einigen Jahren ein paar Bearbeitungsschritte kennengelernt, die mir damals ganz gut gefallen haben und die ich auch bei einigen Bildern angewandt habe, die ich dann aber irgendwie eine längere Zeit nicht gebraucht habe. Und ja, jetzt habe ich sie nicht mehr griffbereit, sag ich mal. Ich habe sie schlicht und ergreifend wieder verlernt, weil ich es einfach über mehrere Jahre wahrscheinlich schon nicht mehr benutzt habe. Und jetzt müsste ich mir diese Themen im Prinzip wieder raussuchen. Jetzt kann man sich das natürlich in eine YouTube-Playlist speichern. Das ist schon mal nicht schlecht. Allerdings, wenn ihr mal so in Playlists von verschiedenen Kanälen schaut, dann ist es natürlich so, dass teilweise da Videos auch wieder verschwinden oder auf privat gestellt werden oder. Aus irgendwelchen Gründen denkt dann derjenige, ich möchte nicht, dass das jeder mehr sehen kann. Vielleicht ist irgendwas in dem Video, was vielleicht mir beim ersten Schauen auch gar nicht aufgefallen ist und der sieht, da läuft irgendjemand durchs Bild, der ihm nicht gefällt oder was weiß ich. Und das Video ist auf einmal für euch nicht mehr verfügbar. Ja, jetzt kann man sich die Videos natürlich auch alle runterladen. Gut, YouTube möchte das nicht so gerne. Man kann es natürlich auch anders machen und man macht sich im Prinzip selber einen Blog, schreibt also wirklich entweder ein paar Artikel, ob man die veröffentlicht oder nicht, ist ja ganz egal. Man kann das in ein Heft schreiben, man kann das in ein Word-Dokument schreiben, man kann das irgendwo in ein Cloud-Dokument, meinetwegen in die Google Cloud reinschreiben und kann sich so eben einen Blogartikel schreiben, wo man die Schritte Schritt für Schritt durchgehend, wo man vielleicht auch einen Screenshot oder eine selbstgefertigte Zeichnung mit einfügt. Und dann hat man im Prinzip eine Dokumentation,
Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch ein Video drehen. Auch da, ihr könnt das veröffentlichen, ihr könnt das für euch behalten und nicht veröffentlichen. Beispielsweise auf YouTube stellt es einfach auf privat, dann könnt nur ihr das sehen. Aber so habt ihr im Prinzip ein Wissensarchiv, auf das ihr später nochmal wieder mit zurückgreifen könnt. Also mir ist es zum Beispiel so gegangen, ich habe vor einigen Jahren, bin ich auf einen Kanal gestoßen, der sich intensiv mit dem Thema Bahnfotografie beschäftigt hat. Und das war ein richtig toller Kanal. Also da ging es jetzt auch gar nicht großartig darum. Der hat ein paar Sachen auch erklärt, wie er fotografisch vorgeht. Aber in erster Linie war das so ein Typ, der einfach an der Bahnstrecke stand, fotografiert hat, zum Teil auch mit analogen Kameras. Und dem man im Prinzip beim Fotografieren über die Schulter schauen konnte. Und der das unwahrscheinlich unterhaltsam rübergebracht hat. Und ich habe die Videos einfach gerne geschaut. Und die wollte ich mir neulich nochmal wieder anschauen und habe festgestellt, den Kanal, den gibt es gar nicht mehr. Der hat also nicht nur die ganzen Videos gelöscht, sondern auch seinen kompletten Kanal. Das finde ich ein bisschen schade, weil die Videos sind für mich jetzt einfach nicht mehr abrufbar. Also da muss ich jetzt ohne auskommen und eventuell dann entsprechende Videos selber erstellen. Bahnfotografie ist durchaus ein Thema, was ich noch auf der Wishlist habe. Also das möchte ich gerne irgendwann mal anpacken. Ja, also wie gesagt, das kommt auf YouTube ganz oft vor, dass irgendwelche Videos auch mal wieder verschwinden. Das muss man immer in der Hinterhand behalten und dementsprechend ist es gut, wenn man das eben irgendwie für sich selber dokumentiert, einen Blog schreibt. Wie gesagt, muss man ja nicht veröffentlichen, wenn man nicht möchte. Oder selber ein Video dreht oder. Also da immer auch in der Hinterhand behalten. Zum einen macht das Aufschreiben sowieso Sinn, weil man es dadurch besser behält. Und dann eben vielleicht nicht nur als kurze Scribble-Notiz, sag ich mal, die man nachher wieder wegschmeißt, sondern das Ganze irgendwie vielleicht auch noch mal ein bisschen aufbereiten, so dass man diese Information im Prinzip weiter verfügbar hat. Ja, ich stelle euch, habe ich mir überlegt, vielleicht, ja, die Kanäle, die ich euch jetzt zeige, bis eventuell eine Ausnahme, die brauche ich euch wahrscheinlich nicht vorstellen. Denn wenn ihr es geschafft habt, meinen Kanal zu finden, dann bin ich sicher, dass ihr alle die Kanäle, wie gesagt, bis auf eine Ausnahme, aber das ist eine richtig gute Perle, die werde ich ganz zum Schluss vorstellen. Die werdet ihr alle kennen, da bin ich ganz sicher. Deswegen brauche ich euch die Kanäle nicht vorstellen. Aber ich sage ein bisschen was zu den Kanälen und ich möchte euch einen Tipp geben, bei Kanälen euch mal mit dem Thema Playlisten auch anzufreunden. Ich habe ja eben gerade gesagt, ich halte es nicht für besonders sinnvoll, wenn man meinetwegen eingibt bei YouTube Fotografie-Tutorial. Oder Landschaftsfotografie-Tutorial. Da werdet ihr Videos finden zu den unterschiedlichsten Themen, weil es gibt nun mal in der Fotografie ganz unterschiedliche Themen. Wenn ihr euch dann aber, sag ich mal, 5 Stunden lang zu allen möglichen Themen Videos angeschaut habt, dann werdet ihr wahrscheinlich am Ende noch nicht mal mehr alle Themen aufzählen können. Und erst recht werdet ihr euch an den Inhalt der einzelnen Videos nicht mehr erinnern. Und deswegen würde ich es so machen, sag ich mal so 3 Videos oder so zu einem Thema anschauen, dann das Ganze aufschreiben und dann ausprobieren, rausgehen und das Ganze praktisch umsetzen und dann möglichst noch einem Kumpel erklären. Und dann, wenn das sitzt, dann kann man das Ganze nochmal, sag ich mal, archivieren. Blogartikel oder sowas drüber schreiben und dann befasst man sich mit dem nächsten Thema. Dann bin ich der Meinung, lernt man zum einen schneller,
man lernt besser, beziehungsweise man lernt besser die Zusammenhänge kennen und man behält das Ganze auch besser, meiner Meinung nach. Ja, schauen wir doch einfach mal auf so ein paar YouTube-Kanäle, die ich mir so angeschaut habe, beziehungsweise eben auf ein paar Weise. Man lernt Das mag besser die kritisch sein für Zusammenhänge diejenigen, die sehr viel Linsen in einem kennen System und haben und man eine behält sehr das Ganze auch besser, gewohnheitstechnische meiner Meinung. Fotografie pflegen. Das heißt also, wenn ich gewöhnt Ja, bin, daran schauen wir in die doch Richtung zu einfach drehen, dann ist es mal so. auf so Wenn ein ich das paar eh egal finde oder das mein Standardobjektiv wird, dann ist es mir YouTube-Kanäle, ehrlich die gesagt auch ich mir Wumpe. so Autofokus wäre das nächste Thema. angeschaut Und habe, Autofokus kann man beziehungsweise immer eben sehr auf ein schwer paar testen, Weise. auf Man aufgrund der lernt Tatsache, besser dass die viele Kameras natürlich auch für diejenigen, die sehr viel Linsen gerade in einem wenn System haben man und eine behält sehr das Ganze mit auch der Gewohnheitstechnische Autofokus-Performance Fotografie schwächeln. pflegt. Das Das heißt heißt also, also, wenn ich Prozesse gewöhnt bin, daran schauen in wir die Richtung zu doch einfach drehen, mal dann ist es so, auf dass so wenn ein ich paar, das von eh egal finde oder das Kamera mein und so Standardobjektiv fort, wird, dann YouTube ist es, Kanäle, was die Autofokus ich mir betrifft, so kein Fan davon. Autofokus, Das der wäre das ganze sozusagen sozusagen zu zu sehr angeschaut und habe, aufzunehmen Autofokus oder in kann der man Praxis immer zu sehen. zeigen. Da sind also 31 Videos. Ich glaube, er macht das auch mit dem. Ach, Schande auf mein Haupt. Jetzt komme ich auf den Namen gar nicht mehr. Muss ich doch mal gucken. Hat er das vielleicht hier irgendwo geschrieben? Ist das peinlich? Wie heißt er? Ist so ein Lockenkopf. Ah, dass ich mich da jetzt nicht mehr. Das habe ich auch eben in der Vorbereitung. Glaubt ihr, dass ich da nicht drauf komme, mit wem der diese Strecke zusammen gemacht hat? Oh, habe ich hier irgendwas? Ton von Krolopp und Gerst oder mein Ton? Also im Moment habe ich nur ein Mikro hier eingeschaltet, eine Tonquelle. Und eigentlich dürfte von Krolopp und Gerst hier auch kein Video laufen. Ah, Moment. Ah, da. Ja, danke, Andi. Weiß gar nicht, wieso das Video, aber eigentlich hättet ihr den Ton gar nicht hören dürfen. Komisch. Weil eigentlich habe ich die Tonquelle ausgeschaltet. Naja, egal. Jetzt müsste es auf jeden Fall wieder hinhauen. Jetzt haut hier die Sonne richtig zur Seite rein. Naja, müssen wir mit leben. Kann ich jetzt nicht ändern. Die Sonne kann ich noch nicht regeln. Und ja, ich habe nur so PCs davor, aber die können die Sonne nicht komplett draußen halten. Von daher müssen wir damit klarkommen. Naja, das war klar. Also irgendwie ist dann ein Video losgegangen. Ich weiß nur nicht, warum man den Ton gehört hat, weil das hätte eigentlich nicht sein dürfen. Aber egal, müsste jetzt wieder in Ordnung sein, Andi. Auf jeden Fall danke für den Tipp. Denn das ist immer gut, wenn man so einen Tipp hat, wenn irgendwas live in die Hose geht und man merkt es vielleicht selber nicht. Dann ist gut, wenn man da jemanden hat, der da gleich einen auf die Finger haut. Dann kann man das Problem abstellen, sag ich mal. Ja, also diese Serie mit Paddy Ludolf und ich komme jetzt auf den Namen nicht, ist aber auch egal. Er hat sich da auf jeden Fall noch jemanden dabei geholt. Das wurde damals auch von Fotomorgen unterstützt, diese Serie.
Das sind also wirklich, wenn man sich mit dem Thema Blitzen beschäftigen möchte, 31 Videos, die man sich mal reinziehen kann und wo man dann dieses Prinzip auch sehr gut anwenden kann, wo man also das Ganze dann eben mit der Kamera und dem Blitzen auch gleich umsetzen kann. Und wie gesagt, ich mag zum einen den Paddy Ludolf total gerne, ist total mein Typ, also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich mag die Art, wie er das Ganze rüberbringt, diese lockere Art, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dementsprechend schaue ich das Ganze also schon ganz gerne. Und diese Reihe ist wirklich aus meiner Sicht auch wirklich toll gemacht. Also kann man wirklich nur empfehlen. Zum Thema Blitzen gibt es natürlich bei Martin Krolopp bzw. Krolopp und Gerst bzw. Stefan Wiesner, kommen wir gleich auch noch drauf, natürlich auch jede Menge. Und diese Reihe ist wirklich aus meiner Sicht auch wirklich toll gemacht. Also kann man wirklich nur empfehlen. Zum Thema Blitzen gibt es natürlich bei Martin Krolopp bzw. Krolopp und Gerst bzw. Stefan Wiesner, kommen wir gleich auch noch drauf, natürlich auch jede Menge. Und diese Reihe ist wirklich aus meiner Sicht auch wirklich toll gemacht. Also kann man wirklich nur empfehlen. Zum Thema Blitzen gibt es natürlich bei Martin Krolopp bzw. Krolopp und Gerst bzw. Stefan Wiesner, kommen wir gleich auch noch drauf, natürlich auch jede Menge. Und diese Reihe ist wirklich aus meiner Sicht auch wirklich toll gemacht. Also kann man wirklich nur empfehlen. Martin Krolopp sich im Prinzip mit Anders Uschold unterhält und da erhält man also wirklich jede Menge Nerdwissen, sage ich jetzt mal, über Objektive, beziehungsweise manchmal geht es auch um Sensorgrößen und so weiter, aber im Fokus stehen eben Objektive oder auch Filter und die kann ich also auch empfehlen. Mit Anders Uschold unterhält und da erhält man also wirklich jede Menge Nerdwissen, sage ich jetzt mal, über Objektive, beziehungsweise manchmal geht es auch um Sensorgrößen und so weiter, aber im Fokus stehen eben Objektive oder auch Filter. Und genau nach dem System aufgebaut sind, dass man sich also ein Video, sage ich mal, anschaut. Da geht es um ein Thema und dann kann man das im Prinzip selber ausprobieren. Und im nächsten Video geht es dann um das nächste Thema. Das ist also auch wieder sehr gut. Das ist, sag ich mal, so ein Crashkurs, nennt sich ja auch so. Und ist so mit also wirklich gut aufbereitet, sodass man das also wirklich gut nutzen kann, um da auch von zu lernen, sage ich jetzt mal. Ja, also da kann man natürlich die Kanäle bzw. die Playlisten auch gut durchstöbern. Dann kommen wir auf einen Kanal, wo ich jetzt spontan sagen würde, ohne dass ich das jetzt wirklich mit Statistiken belegen kann, aber mein Gefühl sagt mir, mittlerweile, ich schaue ihn zwar immer noch sehr gerne und das soll auch überhaupt keine Kritik sein, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der Stefan Wiesner eben in erster Linie irgendwelche Produktvideos macht und seine sogenannten Labervideos. Und die finde ich auch toll, gerade weil sie auch einem bestimmten Schema, sage ich jetzt mal, folgen, wo er sich auch immer an einer gewissen Themenliste vorbei entlang hangelt. Aber es sind in letzter Zeit meiner Meinung nach in erster Linie Produktreviews und eben diese Laber-Videos und Tutorials gibt es bei ihm jede Menge auf dem Kanal, aber das sind eben mal Folgen, wo er sich auch immer an einer gewissen
Themenliste vorbei entlanghangelt. Aber es sind in letzter Zeit meiner Meinung nach in erster Linie Produktreviews und eben diese Laber-Videos. Und Tutorials gibt's bei ihm jede Menge auf dem Kanal, aber das sind eben mal Folgen, wo er sich auch immer an einer gewissen Themenliste vorbei entlanghangelt. Aber es sind in letzter Zeit meiner Meinung nach in erster Linie Produktreviews und eben diese Laber-Videos. Und Tutorials gibt's bei ihm jede Menge auf dem Kanal, aber das sind eben mal Folgen, wo er sich auch immer an einer gewissen, ich sag mal so, da seid ihr eine ganze Zeit lang beschäftigt, wenn ihr euch das komplett anschauen möchtet, sag ich mal. Und dementsprechend, jetzt muss ich mal gerade fragen, war eben mein Ton weg, als ich in die Bildschirmaufnahme gegangen bin? Das könnte nämlich sein, da kann sein, dass ich da irgendwas ein bisschen blöd eingestellt habe. Jetzt ist mein Fokus erstmal weg. Jetzt kommt er wieder. Also wie gesagt, wenn ihr da in die Playlisten geht, beispielsweise auch Stefan Wiesner, da findet ihr weit über 100 Videos. Kann man sich also durchaus auch mit befassen. Ja, dann habe ich noch einen Tipp für die Sony-Freunde unter euch. Das ist nämlich der Kanal vom Fototrainer.com. Beispielsweise auch Stefan Wiesner. Da findet ihr natürlich hier auch jede Menge Videos, beispielsweise zu den unterschiedlichen Sony-Kameras, zu den unterschiedlichen Funktionen. Also ich sag mal so, da findet ihr vermutlich Videos zu Funktionen der Kamera, die ihr eventuell noch gar nicht kanntet, wäre nicht selten. Zum Beispiel habe ich heute wieder ein Video gefunden, wie man auch ohne Capture Card seine Sony-Kamera als Webcam nutzen kann. Geht nicht mit jeder Sony-Kamera, aber funktioniert auch. Werde ich mir eventuell nochmal anschauen und dann kann ich nämlich eventuell sogar zwei Kameras fürs Stream nutzen. Ist ein bisschen gewagt, wenn es noch nicht mal mit einer klappt. Das sage ich jetzt mal ein bisschen selbstkritisch. Aber da findet man als Sony-User durchaus den ein oder anderen Tipp. Und auch die Art und Weise von dem Christian Laxander, die gefällt mir also sehr gut und ich schaue seine Videos ganz gerne. Ja, und dann habe ich noch einen Tipp, einen englischsprachigen Tipp, aber das ist wirklich aus meiner Sicht eine echte Perse. Perse, ne? Nein, es ist kein Perser, es ist meines Wissens ein Amerikaner. Und es ist wirklich eine echte Perle, dieser Kanal, denn zum einen ist die Qualität, die Produktionsqualität echt auf einem richtig hohen Niveau. Also man kann da wirklich schon fast sagen, Krolopp und Gerst-Niveau. Er macht jetzt keine Destination-Videos, aber dann ist die Qualität, die Produktionsqualität echt auf einem richtig und da ist er. Das ist der Kanal von Nick Carver. Er hat unterschiedliche Videoformate. Einmal hier Behind the Glass with the Glass. Da trinkt er in der Regel irgendwelche alkoholischen Getränke, mal ein Bier
Hat auch schon mal deutsche Biere da gehabt und spricht über irgendwelche fotografischen Themen. Dann nimmt er euch mit zum Fotografieren, wo ihr ihm im Prinzip über die Schulter schauen könnt. Aber er hat eben auch Tipps zu zum Fotografieren. Er bietet auch Videokurse an. Da gibt es Ausschnitte zu seinen Videokursen. Also einzelne Lektionen, die man da anschauen kann. Beispielsweise zur Blende gibt es da einen Auszug aus einem Videokurs, den man kaufen kann. Und wie gesagt, zum einen ruhig und sachlich, aber nicht irgendwie oberlehrerhaft, überhaupt nicht, leicht verständlich, auch obwohl es Englisch ist. Also wer nicht so das ganz große Problem mit englischer Sprache hat, dem kann man diesen Kanal wirklich wärmstens empfehlen, zumal es einfach auch Videos sind, die durch die Bank weg echt auf einem hohen Level produziert worden sind. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ja, danke, Andi. Ja, den Stefan, den habe ich auch relativ. Ich weiß nicht, ob ich ihn von Anfang an schaue. Auf jeden Fall kann ich mich noch an die an den Moment erinnern, als er Schluss machen wollte und ein Video hochgeladen hat, ich höre auf mit YouTube und so weiter. Und dann haben ihn ja zum Glück viele seiner Zuschauer überredet, doch weiterzumachen. Und danach hat er, glaube ich, richtig Gas gegeben. Und ich glaube, er ist mittlerweile auch froh, dass er das damals nicht beendet hat. Und ich persönlich bin auch froh. Ich gucke den nach wie vor gerne. Ich weiß auch nicht, viele sagen, der hat so eine komische Art oder er käme arrogant rüber, finde ich persönlich eigentlich überhaupt nicht. Und ja, zum Thema, ja, der hat so eine komische Art, ja, ich habe auch eine komische Art. Ich glaube, jeder Mensch hat seine eigene Art und Weise zu sprechen, zu reden, zu leben. Deswegen sind wir ja Individuen und ich weiß nicht, man das jemanden vorwerfen kann, dass er seine ganz eigene Art hat, finde ich eher positiv. Natürlich, es ist ganz normal, dass der eine findet den einen toll, der andere mag den überhaupt nicht. Das ist ja auch okay. Und das ist das Schöne, es gibt so viele YouTuber, dass man sich aussuchen kann, wenn man schaut und wenn nicht. Ja? Und dementsprechend bin ich aber der Meinung, das ist wie ein Buffet. Ich sag ja auch nicht, ja, guck mal, was ist das für ein dämliches Buffet, hier liegt Käsekuchen, nur weil ich keinen Käsekuchen mag. Es soll ja YouTuber geben, die gerne Käsekuchen essen, aber die fotografieren ja auch mit Kennen. ich persönlich mag überhaupt keinen Käsekuchen, aber wenn auf irgendeinem Buffet Käsekuchen liegt, dann esse ich, dann lasse ich den halt stehen und esse irgendwas anderes und nehme mir halt das runter, was mir schmeckt. Und dementsprechend, ja, wenn mir irgendein YouTube-Kanal nicht gefällt, da gibt es in der deutschsprachigen Szene auch den einen oder anderen, den ich nicht so gerne schaue. Aber weshalb soll ich den runtermachen? Der hat wahrscheinlich auch seine Anhänger mit großer Wahrscheinlichkeit mehr als ich sie habe. Und dementsprechend, es nimmt sich jeder das, was ihm gefällt und dann ist gut. Ich brauche da niemanden kritisieren. Warum der Ton eben weg war, ich habe gestern noch ein bisschen rumgespielt und habe mir das auch so ein bisschen eingerichtet mit Tastenkürzeln. Aber dann habe ich das im Prinzip schon mal so eingerichtet. Ich werde das nicht regelmäßig machen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mal irgendwann irgendein YouTube-Video
finde, auf das ich gerne Bezug nehmen möchte, dann könnte es sein, dass ich auch mal so einen Livestream mit einem Reaction-Video mache. Und da habe ich mir das dann eben so eingestellt, dass Ton von der Bildschirmaufnahme dann reinkommt. Dann wäre es zum Beispiel auch nachvollziehbar, warum der Krolop- und Gerston drin ist. Drinne gewesen ist eben, aber es könnte in OBS an den Spuren gelegen haben. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Vielleicht habe ich da was falsch eingestellt. Und deswegen war eben der Ton da vom Krolop und Gerst-Video. Ich glaube, das könnte hinkommen. Und jedenfalls habe ich das dann so eingestellt, wenn ich mit diesen Tastenkürzeln arbeite, dass dann im Prinzip das Mikro, was meine Sprache wiedergibt, in dem Moment ausgeschaltet wird, wenn ich auf die Bildschirmaufnahme schalte. Und das war jetzt natürlich für dieses Video kontraproduktiv und deswegen habe ich das Ganze jetzt hier manuell gemacht. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Es gibt natürlich nicht nur YouTube als Weiterbildungsquelle. Zum einen gibt es Vimeo, ist ebenfalls kostenlos. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, glaube ich, über Vimeo Videokurse anzubieten. Aber wenn man auf Vimeo, ich glaube Vimeo.com geht, dann findet man da natürlich auch einige kostenfreie YouTube-Videos. Aber natürlich gibt es auch bezahlte Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Also wie gesagt, Workshops klammere ich jetzt hier mal aus, weil die Möglichkeit gibt es ja im Moment nicht. Es gibt ja Webinare oder so, kann man machen. Aber ob ich mir jetzt ein Webinar anschauen würde zu Blende, ISO und Belichtungszeit, weiß ich nicht. Obwohl auf der anderen Seite, ob ich mir ein Video dazu anschaue oder ein Webinar. Wo ist der Unterschied? Ja. Aber da gibt es natürlich eventuell auch bezahlte Videokurse. Wie gesagt, von Nikawa gibt es auch bezahlte Videokurse von Krolop und Gerst. Paddy Ludolf, weiß nicht, ob der im Moment welche im Shop hat, aber der hat auch schon mal Videokurse rausgebracht. Also, wenn man da jemanden gefunden hat, dem man gerne folgt, dann kann man da ja auch mal schauen. Und wie gesagt, wenn man dann weiß, das ist mein Typ, sage ich jetzt mal, man hat auf YouTube beispielsweise schon jemanden gefunden. Ja, Matthias, das stimmt natürlich. Es gibt auch sehr gute Blogs oder auch Foren, DSLR-Forum beispielsweise. Da kann man auch gut mal suchen, wenn man eine bestimmte Frage hat, was weiß ich. Ich kann mich daran erinnern, ich bin ja angefangen mit der Sony Alpha 500 und habe mir danach dann nach einigen Jahren die A77 Mark II gekauft und habe dann im ersten Moment gedacht, die A77 Mark II wäre defekt, weil ich konnte den Bulb-Modus nicht einstellen. Ich konnte nur bis maximal 30 Sekunden einstellen. Der Fehler war, ich hatte noch die Serienbildfunktion eingeschaltet. Bei meiner A500 machte das nichts. Aber bei den neueren Sony-Kameras ist das so, wenn man die Serienbildfunktion eingeschaltet hat, dann kommt man nicht in den Bulb-Modus. Weil logischerweise kann man, wenn man, sag ich mal, eine Minute lang belichtet, dann kann man natürlich keine 3 oder 5 oder 10 Bilder pro Sekunde machen. Das geht natürlich schlecht. Nur, meiner Meinung nach muss Sony das dann nicht sperren. Es ist eigentlich logisch, dass ich dann nur ein Bild machen kann, aber ja, Sony hat das eben gesperrt und ich habe mich gewundert, warum ich nicht in den Bulb-Modus kam und habe dann einfach eine Frage gestellt im DSLR-Forum und das ging relativ schnell und hatte dann eben auch die entsprechende Antwort, beziehungsweise man kann dann natürlich auch mal die Suchfunktion der entsprechenden Foren nutzen. Und gerade wenn man irgendein Problem hat, wo man meinetwegen bei einer Kamera nicht mitkommt, dann sind irgendwelche Blogs oder Foren sicherlich auch ein
hervorragende Möglichkeit, sich da schnell Hilfe zu holen. Also Blogs, das stimmt. Krolop und Gerst macht das ja zum Beispiel, das finde ich eigentlich richtig cool. Auch so, dass die teilweise dann eben Blogartikel zu ihren Videos schreiben. Und dann hat man zum einen das Ganze nochmal als Blogartikel zum Lesen aufbereitet. Und in dem Artikel hat man dann auch gleich eingebunden das entsprechende YouTube-Videos, dass man das im Prinzip das Beste aus beiden Welten hat. Das finde ich also auch sehr cool. Und wie gesagt, wenn man dann beispielsweise von Krolop und Gerst habe ich mir auch schon Kurse geholt, dann von so einem gewissen Kelvin Hollywood, glaube ich, heißt der. Der mittlerweile keine Sachen mehr zum Thema Fotografie rausbringt. Aber ehrlich gesagt, viele kritisieren den ja dafür. Ich feiere ihn dafür, weil ich persönlich ein paar Sachen, da hat er mir auch wirklich bei geholfen in Sachen Photoshop. Aber die meisten Sachen, ich sag mal, sein Bildlook, der war jetzt nicht unbedingt meins. Und von daher diesen Calvinized-Style, da habe ich jetzt keinen einzigen Kurs von mir geholt, weil es einfach nicht mein Bildlook ist oder so. Aber grundsätzlich habe ich mir natürlich den ein oder anderen Photoshop-Trick bei ihm abgeschaut und ich habe mir auch den ein oder anderen Kurs von ihm geholt. Aber persönlich bin ich der Meinung, jetzt von seinen Business-Tipps kann man eigentlich auch jede Menge profitieren. Und da hilft er mir, ehrlich gesagt, mehr als Photoshop-Trainer, sage ich jetzt mal. Natürlich, auch da wieder, das Ganze ist wie ein Buffet. Natürlich befolge ich nicht blind jeden Tipp, nur weil Kelvin Hollywood den gut findet. Auch da darf man natürlich gerne drüber nachdenken. Und ich habe vorhin den Vergleich zum Matheunterricht in der Schule gegeben. Jetzt muss ich sagen, hier ist es natürlich ein bisschen anders in der Schule. In der Schule gibt es einen vorgegebenen Lehrplan, dann entscheidet der Lehrplan, und was ihr zu lernen habt. Und ihr könnt euch auch nicht aussuchen, wer der Lehrer ist. Und in der Fotografie ist es natürlich komplett anders. Ihr könnt euch den Lehrplan, ihr könnt euch die Themen dementsprechend zusammenstellen, je nachdem, was ihr wissen wollt, was euch interessiert. Und ihr könnt natürlich auch selber entscheiden, von wem ihr das lernen wollt. Und ich sag mal, wem ein Kelvin Hollywood nicht gefällt, der guckt halt, was weiß ich, einen Martin Krolop oder ein Paddy Ludolf und manche gucken sogar mich. Also ich weiß nicht, wie viele 100 deutschsprachige Fotokanäle es gibt. Und da ist wirklich für jeden was dabei. Und wie gesagt, auch der Markt an Videokursen. Wie gesagt, entweder ihr habt irgendeine Person, wie gesagt, Krolop und Gerst oder 1972 alias Paddy Ludolf, die schon einen eigenen Shop auf der Homepage haben, oder ihr guckt beispielsweise mal bei Udemy vorbei. Oder, was auch ein richtig cooler Tipp ist, ist beispielsweise FotoTV. Da bin ich auch, das habe ich schon seit Jahren abonniert. Und da gibt es auch unzählige Videos, beispielsweise von Martin Krolop, auch von einem gewissen Kelvin Hollywood beispielsweise und ich weiß nicht von wie vielen namhaften anderen Leuten. Da hat Benjamin Jaworski eine Zeit lang auch Videos beigetragen. Ich mag in Sachen Landschaftsfotografie zum Beispiel total gerne die Videos von Serdar Ugurlu und Raik Otofil. Mit den beiden bin ich auch persönlich befreundet und ja, also die schaue ich total gerne.
Ich glaube, der Serdar hat jetzt viel andere Sachen um die Ohren, aber jetzt im Moment ist ja vielleicht ein bisschen Zeit. Deswegen, Serdar, falls du irgendwie auf dieses Video schaust, vielleicht kannst du ja mal ein Video drehen für FotoTV. Ich würde dich da gerne mal wiedersehen. Ich vermisse dich da so ein bisschen. Aber der Reik, der hat da auch einige interessante Videos bei FotoTV. Und ja, also da gibt es Eberhard Schui zum Thema Stilllife und Produktfotografie gibt es Unmengen an hervorragenden Videos auf FotoTV. Und Eberhard ist auch so ein Typ, zum einen hat der echt Ahnung, das merkt man auch. Also der ist auch ganz akribisch und leidenschaftlich bei der Sache, das merkt man. Also der brennt wirklich für die Produktfotografie und die Stilllife-Fotografie. Aber er hat eben trotz alledem oder gerade deshalb auch eine total sympathische Ader, auch durchaus mal mit einer guten Prise Humor. Und man merkt einfach, dass das genau sein Ding ist. Und zum einen kann man von ihm wirklich eine ganze Menge in Sachen Produktfotografie lernen. Und da ist der Akku alle für meine Kamera. Das ist relativ leicht zu beheben, sage ich jetzt mal. Ich wechsle mal kurz den Akku, kleinen Moment, dann bin ich wieder für euch da. Mal ein bisschen heller machen. So. Das ist zu viel. Ja, muss ich mir mal merken, waren jetzt so 55 Minuten. Ich habe mir einen Dummy-Akku bestellt für die A7 II und die RX10, der ist aber noch nicht da. Und ja, irgendwann ist halt so ein Akku mal alle. Der Dummy kommt auch aus China, das heißt, es wird ein bisschen dauern, bis der da ist. Und dementsprechend kann das schon mal passieren, dass der Kamera dann der Strom ausgeht und ich dann den Akku wechseln muss. Aber ich denke, so schlimm ist das ja auch nicht. Setze ich mich mal wieder ein bisschen schick hin hier. Ja. Wo bin ich eben stehen geblieben? Ich glaube, ich war bei FotoTV. Also Reik Krotophil und Eberhard Schui. Also der Eberhard Schui, den schaue ich wirklich total gern. Und ich tue jetzt, glaube ich, ganz vielen Dozenten da auf FotoTV Unrecht, weil ich sie nicht erwähne. Mittlerweile muss ich auch sagen, es fällt mir total schwer zu sagen, wer da mein Lieblingsdozent ist oder FotoTV-Star. Weil mittlerweile gibt es da wirklich so viele zu allen verschiedenen fotografischen Themen. Da gab es auch schon Sachen zu Website-Gestaltung und so weiter mit WordPress. Also
Auch da könnt ihr euch wirklich ein Thema raussuchen. Da gibt es auch sogenannte Fotokurse, wo man dann verschiedene Themen nach und nach durchnimmt. Ich glaube, Foto-TV, ja, ich habe das Glück, weil ich es schon seit einigen Jahren habe, habe ich da, sag ich mal, so einen gewissen Bestandsschutz. Ich weiß nicht, wie lange noch. Wenn man das im Jahresabo hat, ich müsste lügen, irgendwie so um die 80 Euro im Jahr. Also kann man durchaus meiner Meinung nach empfehlen. Ist jetzt nicht so viel, meiner Meinung nach, insbesondere wenn man überlegt, was man da wirklich geboten bekommt. Denn man kann natürlich erstmal kommen immer wieder neue Videos, aber man hat natürlich die alten Videos, auf die man auch noch zugreifen kann. Und jetzt haben die sogar noch eine Partnerschaft geschlossen mit irgendeiner Fotozeitschrift. Das heißt, wenn man Foto-TV-Abonnent ist, dann kann man auch die Online-Ausgabe, ich glaube, Digitalfoto ist es, aber ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, auf jeden Fall auf irgendeine Online-Ausgabe von irgendeiner Fotozeitschrift, also nicht irgendeiner, nicht in abwertend gemeint, sondern eben von einer großen Fotozeitschrift, da haben die eben jetzt eine Zusammenarbeit beschlossen. Und diese Ausgabe kann man als Foto-TV-Abonnent eben auch lesen. Wenn einem das nicht reicht, habe ich euch ja schon mal ein Video gemacht zum Thema Readly. Da hat man im Prinzip ganz viele Fotomagazine und nicht nur zum Thema Foto, sondern im Prinzip auch zu allen möglichen anderen Themen. Da kann man natürlich auch mal durchblättern. Allerdings, naja gut, da werden auch mal spezielle Themen etwas tiefer beschrieben. Aber ob man da wirklich dann tiefgreifend und erschöpfend vor allen Dingen ein Thema, ich sag mal jetzt beispielsweise manuell fokussieren oder auch beispielsweise das Thema Histogramm, ob man da wirklich nur durch einen Artikel in einer Zeitschrift das Ganze lernen kann, hängt zum einen sicherlich auch stark von der Qualität der entsprechenden Zeitschrift ab. Aber ich weiß auch nicht, ob da alleine das Medium Zeitschrift ausreicht, um das zu lernen. Trotz alledem nutze ich das Readly-Abo also ganz gerne. Einfach um auch mal Neuigkeiten, sag ich mal, aus der Fotoszene zu hören. Auf YouTube gibt es ja zum Thema Fotografie so gut wie gar nichts. Nein, also ich mag das. Also früher habe ich ein unglaubliches Geld ausgegeben für Fotomagazine. Und das war, und dann hat mich im Prinzip meistens in so einem Magazin nur ein einziger Artikel oder so interessiert. Und mittlerweile ist das kein Problem, weil ich diese Magazine auch mit Readly online lesen kann. Und so ganz viele Magazine. Natürlich, da nehmen nicht alle daran teil, aber natürlich also ganz viele, sag ich mal, Magazine kann man da bei Readly sich anschauen und ein paar halt nicht. Da sind wir dann vielleicht wieder beim Stefan Wiesner mit seinem Zielfoto. Der nimmt natürlich nicht dran teil. Und das ist auch, sag ich mal, vielleicht eine ganz spezielle Ausnahme, weil jede Zielfoto-Ausgabe hat ja im Prinzip ein bestimmtes Thema. Das heißt, ich muss Schande auf mein Haupt kippen, sage ich jetzt mal. Ich selber habe noch kein Zielfoto bestellt, aber da würde ich sagen, das könnte durchaus eine Ausnahme sein. Das könnte wirklich dann eben so ein Magazin sein, wo man sagen kann, da wird dann eben ein entsprechendes Thema eventuell auch wirklich ausgiebig und erschöpfend behandelt, weil da ist es eben das Konzept, nicht jeden Monat oder so ein Magazin mit so vielen Themen wie möglich, sondern da ist es so, dass jede Ausgabe, ich weiß gar nicht, kommen jedes Jahr 2 oder 3 Ausgaben
Und jede Ausgabe hat ein ganz bestimmtes Thema und die ganze Ausgabe handelt nur über dieses Thema und dementsprechend kann es da schon eher sein, dass man da wirklich dann eben sich auch entlang hangeln kann und ja, man kann ja trotz alledem noch ergänzend vielleicht zu den einzelnen Themen dann das Ganze auch noch googeln oder bei YouTube und so weiter eingeben. Und dann hat man zum einen das Magazin und den Artikel und ergänzend vielleicht noch das ein oder andere Video dazu gesehen oder eben auch Blog-Eintrag oder Forenbeitrag. Und dann geht man wieder so vor wie sonst. Man schreibt sich wieder Checklisten auf, nimmt sich das Ganze mit, probiert es aus und ja, archiviert es dann in dem Sinne, dass man selber sich das nochmal richtig aufschreibt und für sich aufschreibt, so dass man es vernünftig vor Ort da hat. Dann entweder handschriftlich kann man sich ja in Ordner abheften und, sag ich mal, so sein eigenes Fotolehrbuch, sag ich mal, erstellen. Oder eben, wie gesagt, man speichert es in einem Word-Dokument, in einer Google Cloud oder wo auch immer. Und dann hat man auch wieder ein anderes Medium. Aber die Vorgehensweise ist im Prinzip ganz ähnlich immer. Man nimmt in welcher Form auch immer das Wissen auf. Es gibt ja auch Bücher. Ich muss allerdings dazu sagen, ich persönlich habe mit Büchern jetzt nicht die ganz gute Erfahrung gemacht. Also mag an mir auch selber liegen, aber ja, weiß ich nicht. Also das, was in den Büchern stand, das war mindestens genauso gut aufbereitet, auch auf YouTube vorhanden. Sicherlich tue ich ganz vielen Autoren jetzt Unrecht. Und es gibt mit Sicherheit auch ganz, ganz viele ganz tolle Bücher, aus denen man lernen kann. Aber die Fotobücher, die ich jetzt gehabt habe, da könnte ich jetzt auf Anhieb keins so ohne weiteres empfehlen. Das hört sich cool an, Matthias. Jetzt weiß ich gar nicht, bei so einer analogen Großformatkamera hat die auch schon Focus Peaking? Nein, war ein Scherz. konnte mir nicht anders. Also bei mir, ich sage immer, man muss mich emotional, muss man sich auch erstmal leisten können. Das war ein Scherz, aber da hätte ich richtig Bock zu. Also gerade Großformat, doch, da hätte ich Bock zu. Aus welcher Ecke kommst du? Damit ich mich da schon mal mental drauf vorbereiten kann, wo ich dann hin muss. Ach so, Live View, der war gut, ja. Ja, Live, das stimmt, Live View stimmt, ja. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war noch eine Live-Sendung von Krolop und Gerst im Flash Gym. Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwo, oder es war eine Live-Sendung von Paddy Ludolf, eins von beiden. Der hatte mal einen Gast vor Ort, der so auf alten Platten, lichtempfindlichen Platten, haben die auch, sag ich mal, auf
irgendwie Silberplatten oder so, auch sag ich, dann dementsprechend natürlich analoge Fotos gemacht. Und das hat mich total fasziniert. Ich habe leider den Namen vergessen, wie sich diese spezielle Art der Fotografie genannt hat. Aber es war fantastisch. Und das waren dann auch zum Teil wirklich riesengroße Platten, fast in Lebensgröße. Und ich war total fasziniert. Also Schaumburg, das ist, ja, von meinen Eltern aus kann ich da hinspucken. Meine Eltern wohnen ganz fast an der Stadtgrenze zu Rinteln. Also das ist sicherlich kein Problem. Also da hätte ich echt Bock drauf. Das müssen wir mal festhalten. Ja, apropos analoge Fotografie. Ich habe mich im Urlaub ein bisschen mit dem Thema Altglas beschäftigt und könnte mich in Arsch treten, darf man das überhaupt sagen auf YouTube? Also ich könnte mich in mein Sitzorgan treten, dass ich das nicht schon eher gemacht habe. Ich habe mir jetzt ein Minolta-Objektiv bestellt. Das kommt aus Großbritannien, wird also ein bisschen dauern, bis das hier ist. Und mir ist dann eingefallen, dass ich vor Jahren aus dem Bestand eines sehr guten Freundes, der verstorben ist, da hat meine beste Freundin hat dann eben den Hausstand aufgelöst und aus diesem Hausstand habe ich eine analoge Canon AE1 gekauft und da waren zwei Objektive bei. Und dann habe ich mich eben im Urlaub mit dem Thema analoge Linsen bzw. Altglas beschäftigt und habe dann gedacht, Mensch, was waren da denn wohl damals für Objektive bei? Und als ich nach Hause kam, war das Erste, was ich gemacht habe, also diese alte Fototasche aufgemacht. Ja, und es waren 80 bis 200er dabei, ein Teleobjektiv. Und das werde ich nicht mehr verwenden, weil da drin blüht der Pilz wirklich in voller Ausbreitung. Das ist also von Pilz befallen bis zum geht nicht mehr. Und es waren 28 mm Objektiv, eine Festbrennweite dabei, die ich wahrscheinlich zwar noch zum Foto, also da konnte ich keinen Pilzbefall feststellen. Damit könnte ich also beispielsweise mit der AE1 noch fotografieren. An eine analoge Kamera werde ich es wahrscheinlich nicht adaptieren, weil ich mir einfach für das Canon FD-Mount, da möchte ich mir keinen Adapter holen, weil mir gefällt dieses Bajonett überhaupt nicht. Weiß nicht, was sich Ken dabei gedacht hat. Aber dieses Objektiv kann ich natürlich an der AE1 nutzen und werde eventuell auch mal gucken, ob ich mir für die AE1 eventuell auch noch mal das ein oder andere günstige Objektiv, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, hole. Denn ich kannte den Typen, dem diese Kamera gehört hat, eben auch persönlich und war eine ziemlich tragische Geschichte, wie er ums Leben gekommen ist. Und die Kamera wird auf gar keinen Fall verkauft. Auch das Objektiv werde ich nicht verkaufen, wenn dann wird das hier in eine Vitrine oder so gestellt, weil da hängen in diesem Fall wirklich besondere Erinnerungen dran. Die würde ich nie und nimmer verkaufen, sondern ja, wenn ich diese Kamera sehe, dann denke ich an den Matthias, dem die Kamera gehört hat. Und das würde ich nicht übers Herz bringen, diese Kamera zu verkaufen. Ja, das stimmt. Collodium, das könnte hinhauen, dass das Collodium war. Nee, Planfilm wäre mir auch recht. Also, aber da hätte ich echt Bock drauf. Das müssen wir unbedingt mal machen.
Das wird cool. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, hat von euch noch jemand einen YouTube-Kanal, den er empfehlen kann? Also ich könnte noch Ihnen einige empfehlen. Ich sag mal, wenn es jetzt nicht direkt um das Thema Weiterbildung und Lernen geht, kann ich den Kanal von Dennis Sieber total empfehlen, Shadow and Light Fotografie. Der ist richtig cool, der nimmt einen auch immer mit auf irgendwelche Fototouren und natürlich erklärt er nebenbei beim Fotografieren auch immer. Und da kann man auch gerne mal den einen oder anderen coolen Tipp abstauben. Also der Dennis hat einen richtig coolen Kanal, auch richtig gut gemacht, die Videos meiner Meinung nach. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann habe ich noch einen Österreicher, den ich in letzter Zeit gerade sehr gerne schaue. Der Kanal nennt sich Zeit fürs Bild. Das wären noch so zwei Kanäle, die ich empfehlen kann. Und wer mir noch einfällt, wen ich empfehlen kann, das ist der Olaf Munderloh. Der kommt auch hier aus Hannover und der Kanal ist noch relativ jung, aber schon beachtlich groß, also größer als meiner. Der macht also irgendwas richtig, der Olaf. Und den könnte ich euch auch noch ans Herz legen. Und viele andere, aber die drei sollen es erstmal gewesen sein. Ja, vielleicht mag von euch noch jemanden Kanal vorstellen. Jeden Fall freut mich auf jeden Fall, dass das jetzt endlich scheinbar zu funktionieren scheint hier mit dem Livestream. Das war ja schrecklich, dass das immer nicht geklappt hat. Ja, das ist cool, ja. Ja, und LiveView hast du auch. Ja. Ja, ich sag mal so, also ich finde analoge Fotografie total spannend. Natürlich, aber nicht für alles. Also ich glaube, da bin ich auch, da bin ich zu sehr der Technik-Nerd und Technik verliebt, als dass ich jetzt Bock hätte, nur mich auf das Thema analoge Fotografie zu versteifen. Aber als Ergänzung hätte ich da auch durchaus Bock drauf. Aber das stimmt natürlich. Du tauschst einfach das Rückteil aus und kannst da vorne dran schrauben, was du willst. Gut. Theoretisch könnte ich das mit ganz vielen anderen Objektiven meiner Systemkamera natürlich auch. Noch besser geht es, sage ich mal, wenn man keine Vollformatkamera nimmt, sondern einen kleineren Sensor. Da lässt sich natürlich noch eher was adaptieren, denn bei einem Vollformatsensor ist es, wenn ich an das Uschold da beispielsweise richtig verstehe und das leuchtet mir auch ein, ist es gerade, wenn es weitwinkliger wird, schwierig. Denn digitale Sensoren haben da ganz andere Anforderungen als planer Film damals, als analoger Film. Und dementsprechend müssen heute gerade Weitwinkelobjektive anders gerechnet sein. Und wenn man sich die Objektive mal anschaut, dann sehen die heutzutage auch komplett anders aus als alte Objektive. Gut, das ist nicht nur bei den Weitwinkelobjektiven so, aber soweit ich weiß, ist es gerade am Vollformat problematisch eben mit vielen Weitwinkelobjektiven, weil man da eben an den Rändern dann natürlich Probleme bekommt. Auf der anderen Seite
gab es damals eben nur Vollformatkameras, eben weil es diesen Kleinbildfilm gab. Und dementsprechend gab es solche super Weitwinkel für, wie es heute gibt, für APS-C-Sensoren oder für Micro Four Thirds-Sensoren. Die gab es natürlich damals noch nicht. Das hat neulich der Sven Klügel ja auch noch mal ganz gut erklärt. Sondern da war es eben so, dass 28 mm waren eben 28 mm. Und das war schon ein relativ gutes Weitwinkel. Aber wenn man sich 28 mm an eine APS-C-Kamera schnallt, dann hat man schon den Blickwinkel von etwas über 35 mm. Und ich mag zwar 35 mm, aber für die Landschaftsfotografie ist das natürlich oftmals nicht weit genug. Ah, du hast auch eine A7. Ja, ein Kumpel von mir auch. Der hatte vorher, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, der hatte eine A65 und hat dann gewechselt auf eine A7. Die wäre es bei mir auch beinahe geworden, als ich die A77 gekauft habe. Und dann habe ich mich doch für die A77 entschieden. Aus verschiedenen Gründen. Und ein Jahr später habe ich dann doch gewechselt auf die A7 Mark II. Ja. Die A77, da hätte ich, glaube ich, besser noch mit gewartet damals. Aber naja. Hätte Wenn und Aber spielen jetzt keine Rolle mehr. Und ja. So kann ich mit SL, im Prinzip ist auch nicht schlecht, so kann ich mit SLT auch mitreden. Möchte ich nämlich auch nochmal ein Video machen. Ich bin zwar durchaus ein Freund von Sony-Kameras, aber ich will ich jetzt auch gar nicht hier vertiefen, aber wenn ich schon mal anspreche, kann ich sagen, ich würde zumindest zum heutigen Standpunkt einen weiten Bogen um SLT machen. Also für mich war das nur ein Zwischenschritt von Sony hin zum spiegellosen System. Aber eine SLT-Kamera von Sony macht aus meiner Sicht heute eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, meine Lieben, habt ihr noch Fragen? Ansonsten Hausaufgabenheft raus. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich würde sagen, wenn keine Fragen mehr kommen, dann danke ich euch für die gemeinsame Zeit. Wie gesagt, morgen gegen 15 Uhr wird es dann diese Watch Party geben und da schauen wir uns dann das Desaster mit dem Do-It-Yourself Canon Makroobjektiv an. Also wirklich, das Ding ist ziemlich teurer Schrott geworden, den meine Bekannte sich da schicken lassen hat. Und ihr war auch gar nicht klar, dass das irgendwie ein Umbau, ein Selbstumbau war. Die dachte, das wäre eine Original-Canon-Linse. Nur dummerweise ist es jetzt auch zu spät, um das Ganze zurückzusenden. Die Fristen sind da abgelaufen. Und sie hat jetzt im Prinzip einen ziemlich teuren Briefbeschwerer. Aber da werde ich morgen nochmal gesondert drauf eingehen, auf dieses besondere Stück Flaschenboden, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstagabend, den schönsten Samstagabend dieser Woche. Vielleicht seid ihr morgen ja auch wieder mit dabei, würde mich natürlich freuen.
Und ansonsten wünsche ich euch wie immer etwas sehr, sehr Schönes. Macht es gut und bleibt gesund. Euer Sven.